Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt's ein neues Tabak-Review und zwar dreht sich heute alles um den 187 Elo Rafa. Viel Spaß! So Leute, Shisha WG wieder am Start. Willkommen zurück. Ja, lange ist's her, Leute. Sorry, ich glaube, ich habe die Woche 50 Stunden gearbeitet. Es ist ein bisschen stressig. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ein neues Video. Es geht mal wieder um einen 187 Tabak. Wie gesagt, den Elo Rafa. Rafa Elo. Was soll das Ganze sein? Es soll Rafa Elo sein. Also so diese typische, ne, Kokossüßigkeit, die man so kennt. Und wir wollen mal wissen, taugt das Zeug? Als erstes natürlich seht ihr bei den Kopfbauch. Schnitt und Feuchtigkeit geht auf jeden Fall mega klar. Ist ein schöner, feiner Schnitt. Es sind wenig Ästchen drin und lässt sich auf jeden Fall super angenehm bauen. Auch im Hot Shot-LT, mit dem ich gerade rauche, geht das auf jeden Fall sehr gut klar. Und die Feuchtigkeit ist auch wieder perfekt, wie von 187 gewohnt. Der Tabak ist schön feucht, qualmt gut, aber ist auch keine überschüssige Molasse drin. 200 Gramm von dem Zeug kosten übrigens 16,90 Euro, also wie von 187 gewohnt. Ganz okayer Preis, ne? Ihr kennt das ja, die meisten Tabaksorten kosten mittlerweile so in dem Dreh und ich finde das auch angemessen. Danach kommen wir natürlich direkt mal zum Geruch. Wir schnuppern mal dran und gucken mal, ob wir da rausriechen können, was auch drinne sein soll. Ich bin sehr gespannt auf Rafa Elo bzw. den Elo Rafa. Ein paar haben sich ja schon an weißer Schokolade versucht, nicht alle haben mir geschmeckt. Viele sind mir auch zu krass in die cremige Richtung abgedriftet. Klar, bei Schokolade und sowas und Kokos kann das halt schnell mal passieren. Aber mal gucken, ob der hier besser ist. Also, ich finde den Geruch relativ überraschend. Ihr habt eine krasse Zitronennote am Start und die kennt man ja eigentlich nicht von den Raffaelos. Die riecht nicht schlecht und man hat auch Lust, das zu rauchen, aber es riecht eben nicht super krass nach Raffaello. Man hat noch im Abgang so eine weiße Schokolade und so eine leichte Kokosnote, aber viel ist davon auf jeden Fall nicht am Start. Ich finde, es riecht eher so Richtung Zitronenkuchen. Also so eine ganz leichte, cremige Note habt ihr dabei und eine sehr, sehr starke Zitrone. Aber gut, es geht ja nicht nur um den Geruch, wir wollen natürlich auch wissen, wie raucht das Ganze und wie schmeckt das Ganze. Und ich würde sagen, als erstes gucken wir uns nochmal ganz bewusst den Rauch an. Ja, also ich denke, ihr seht's, bei den Wolken kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Raucht sehr, sehr gut und lässt sich auch mega angenehm rauchen. Von daher bleibt uns da jetzt nur noch der Geschmack. Bei dem Geschmack ist es leider wie beim Geruch. Ich finde, die Zitronennote, die da mit drin ist, kommt viel zu krass rüber. Und die Kokosnote und die weiße Schokoladennote geht so ein bisschen unter. Es ist relativ cremig. Also für mich geht das so Richtung White. Also so leicht Richtung White. Und dann eben noch so eine weiße Schokolade und eine Kokosnote im Abgang. Es schmeckt ziemlich lecker. Allerdings ist es nicht 1:1 Raffaello. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch relativ schwierig ist, das Ganze zu treffen. Und von daher kommt es schon relativ nah ran. Nur die Zitronennote. Note stört halt so ein bisschen, aber schmeckt auf jeden Fall lecker. So, dann bleibt nur noch die abschließende Bewertung. Leute, es fällt mir ein klein bisschen schwierig. Er schmeckt eigentlich sehr, sehr lecker, aber er schmeckt halt nicht 1:1 nach dem, wonach er schmecken soll. Und diese Zitronennote, sie stört an sich nicht, aber wenn man wirklich Raffaello erwartet, kriegt man das nicht ganz. Also wenn ihr mit Raffaello mit so ein bisschen Zitronenkuchen, vielleicht Zitronenkuchen-Teig-Note leben könnt, dann ist der auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich würde mir auf jeden Fall nochmal eine Dose holen, ich finde den lecker. Aber ja, wenn ihr auf jeden Fall keine Zitronennote da drin haben wollt, solltet ihr da lieber die Finger von lassen. Wenn ihr sagt, stört mich gar nicht, ich feiere auch Zitrone oder Zitronenkuchen-Tabak, dann könnte der definitiv was für euch sein. Es ist auf jeden Fall was Ausgefalleneres, also ich habe das jetzt so in der Kombination noch von keiner anderen Tabakmarke geraucht. Vielleicht gibt es da was, ich bin mir gerade nicht sicher, aber so für mich auf jeden Fall das erste Mal, dass ich das rauche und positiv überrascht, bis auf die Zitronennote. Ja, und von daher würde ich dem Ganzen auch 7 von 10 Sternen geben. Es wird nicht mein All-Time-Favorite, also ich werde jetzt nicht jeden Tag davon einen Kopf rauchen oder sowas, aber ab und zu kann ich mir den schon ganz gut mal vorstellen und das eben deswegen eben die 7 Sterne von mir. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Gerne auch mit der Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Review wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.